Hi, morgen ist ja wieder Snowboarding-Time. Endlich darf ich mal wieder ein bisschen auf die Piste. Und ich zeige euch mal wieder, schon wieder mal, meine drehbare Snowboard-Bindung, die ich ja quasi der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der sowas fährt. Der Raimund hat sich ja gedacht, okay, als alter Sack darfst du ja auch noch mal Snowboard fahren, aber du darfst doch nicht die Beine brechen, okay? Jetzt ist das nämlich so Snowboard. Snowboard funktioniert ja so, dass man die Füße in so einem Dings drin hat, so ein richtig fetter Klotz. Und der ist fest montiert wie nochmal was. Und dann sind die total fest, die Schuhe. Und wenn man dann einen Auffahrunfall hat, dann bricht es, da hat man ja Angst, dass der Knöchel kaputt geht, okay? Dann hat der Raimund sich gedacht, weißt du was, wie kann man Druck aus dem System rausnehmen, indem man diese Beine flexibel hält, okay? Und jetzt ist es so, ich kann so fahren, wenn ich in die Richtung fahre, oder, ja, also, wenn irgendwas ist, dann brauche ich überhaupt eine feste Bindung in diese Richtung zum Fahren. Wenn ich in diese Richtung fahren will, dann muss ich da eigentlich nur mit dem Vorderen definiere, wo ich hin will, und mit dem Hinteren nachziehe. Dazu braucht man keine feste, so Duckstand oder sowas hier, so fest muss so oder so oder so oder so. Das ist alles Quatsch. Das Einzige, was man braucht, ist, dass man das in der Richtung hat. Und wenn ich jetzt in die Richtung fahren will, dann fahre ich so. Und wenn ich so fahren will, fahre ich so. Cool, oder? Dabei zeigt sich mal wieder, wie genial das ist, ja? Und morgen fahren wir mal wieder der Berg des Todes in Ofterschwang. Quasi schwarze Erfahrung. Ich bin ja nur so der Laie. Oh, habt ihr noch nebenher mein anderes Board gesehen? Mein Miniboard, was ich damals gemacht hatte. Das ist ja noch besser. Das ist für, wenn du schwarze Piste im Berg des Todes fährst, dann fahre ich immer mit der Bindung. Dann kannst du hier, das ist ein Kurzbrett, ja, und das kurze Brett, da kommst du um jeden kleinen Hubbel. Hubbelpiste, kein Problem. Das habe ich natürlich selber gebaut, aber das ist auch cool. Da kannst du dann um jeden Hubbel, also auch beim Montfort, der senkrecht runter geht, senkrecht geht der Berg runter, kannst du immer noch so einfach um den Hubbel rumspringen. Aber wir fahren morgen nur das Board. Und dazu, wie gesagt, nimmt man diese Step-In-Schuhe. Step-in Snowboard-Schuhe und die Step-in, da steppt man nur rein. Zack. Und zack. Hier ist dann ein bisschen raus da. Warum hat er denn das so dran? Na komm. So. Und jetzt kann ich in die Richtung fahren oder die. Yeah. Ja, yeah, das wird voll cool. Und ich kann natürlich mein Board voll hochnehmen, wie ich will. Ich kann ja alles machen, okay? Also das ist ja nach wie vor alles noch voll drin. Ich sag morgens, the day of the days. Das ist ein gebrauchtes Burton Superhero Board. Ja? Ein Sofa und so. Schöner Schritt, oder? Achtung! Weil ich habe ja auch abgenommen, mit Abnehmen ist nicht der Vorteil, dass ich zukünftig alles fahren kann. Also okay. Yeah. Yeah. Oder in die Richtung. Yeah. Ich fahre dann so lang. So fahre ich am Hang runter, wenn der Hang so ist. Und dann wechsle ich. Fahre ich so weiter rückwärts, diese Seite. Und dann drehe ich. Und dann fahre ich da rein. Je nachdem, wie der Hang kommt. Fahre ich so. Okay. Fahre in diese Richtung, auf der Vorderseite von der Kante. Jo. Und dann fahre ich auf der Seite. Mit so die Schuhe, ja. Und dann fahre ich wieder so. Das ist der Unterschied.
fahre so in die Richtung, Beine in diese Richtung und dann fahre ich so, Beine in diese Richtung. Dann mit den Beinen in diese Richtung und dann den Beinen in die Richtung. Das ist der große Unterschied. Okay? Das nennt man drehbare Erfindung, Bindung. Drehbare Erfindung, Bindung.